Wir sehen unsere Umgebung jetzt mal mit den Augen von Nemo, dem Clownfisch. Endlos blaues Meer, jede Menge andere Fische, knallbunte Korallenriffe. Aber die Realität sieht anders aus. Australien meldet im Great Barrier Reef die größte Korallenbleiche, die jemals gemessen wurde. Also, sind die Korallen noch zu retten? An dieser Frage forschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit. Und wir hören heute, ob es noch Hoffnung gibt und was Hirschgeweihe und Sekundenkleber damit zu tun haben. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema, heute buchstäblich, in aller Tiefe. Und zwar mit ARD-Wissenschaftsreporter Guido Meyer. Der beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit den bedrohten Korallen und ist selbst passionierter Taucher. Er nimmt uns nicht nur mit nach Australien, sondern auch zu einem Riff vor Florida. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Freitag, der 19. April. Hallo Guido. Hallo Viktoria. Ja, heute tauchen wir mal so richtig ab mit dir. Also zwar nicht 11 Kilometer tief, denn du warst nicht im Marianengraben, aber du warst woanders unter Wasser. Guido, wo warst du tauchen? Ich wollte jetzt sagen, immerhin 11 m tief, aber mein persönlicher Rekord sind immerhin 30 Meter. Oh wow. Und da muss ich auch gleich sagen, das bringt nichts. Also wenn man taucht, um es zu genießen, so als Recreational Diver, wie die Amerikaner das nennen, dann reichen 10, denn danach wird es eh dunkel. Ich habe meinen Tauchschein gemacht am Great Barrier Reef. Das ist dieses berühmte Riff vor der Ostküste Australiens, vor Queensland. Und das war ein Fehler im Nachhinein, das sage ich auch gleich, denn wer da seinen Tauchschein macht, der ist verdorben für den Rest der Welt. Wieso? Schöner als da ist es nirgendwo, Viktoria. Also ich habe meinen Tauchschein in den 90ern gemacht, da war noch keine Rede von Korallenkrankheiten und ähnlichem. Bunt und die Tiere, du siehst da alles. Du hast Delfine, die gucken dich neugierig an, du hast Mantarochen über dir schweben. Wir hatten Mondfisch, wir hatten Riffhaie. Und dann ist das wie ein tropischer Regenwald unter Wasser. Also du hast wirklich Fische in allen Farben. Man denkt, die werden per Photoshop nachbearbeitet oder irgendwie per KI animiert. So schöne bunte Fische gibt's da. Aber auch da wird immer darauf hingewiesen, bitte nichts anfassen. Das ist also verboten. Die sind geschützt, die Korallenriffe. Bitte nichts abbrechen und mit den Flossen auch aufpassen. Diese grandiose Unterwasserlandschaft gehört seit 1981 zum Weltnaturerbe. Doch wir Menschen sind dabei, dieses einmalige Erbe zu verspielen. Nach einer Hitzewelle im Jahr 2016 waren etwa 30% der Nesseltiere tot. Die Korallenbleiche am Great Barrier Reef in Australien hat neuesten Studien zufolge ein weit größeres Ausmaß als bisher angenommen. Für die befallenen Korallenstöcke gäbe es kaum noch Chancen auf Erholung. Eine Hitzewelle bedrohte an der Atlantikküste der USA auch die Unterwasserwelt der Korallen. An einigen Orten vor der Küste Floridas wurden Wassertemperaturen von mehr als 35 Grad gemessen. 2 bis 3 Grad mehr als üblich. Wissenschaftler halten eine große Korallenbleiche für sehr wahrscheinlich. Als du in den 90ern tauchen gelernt hast, da sah vieles noch ganz toll aus. Heute höre ich von Korallenbleiche und von Korallensterben. Ist das überhaupt noch aufzuhalten? In Florida ungefähr so eine halbe Stunde. Von Miami nördlich liegt Fort Lauderdale. Und da gibt es ein Oceanographic Center, wie es sich nennt. Und das gehört zur Nova Southeastern University. Right now we're standing outside of Nova Southeastern University's Oceanographic Center, looking at our land-based coral nursery. Und da habe ich eine Meeresbiologin getroffen, Carrie O'Neill heißt die. Und die hat uns nach draußen geführt an einen Tank, der direkt neben dem Wasser steht. Da ist auch so ein Wassergeplätscher bei von so einem Schlauch, der ins, also wie so ein Aquarium, ne, da reingeht. And this tank that we're looking at right now holds some of our 18-month-old larger staghorn coral colonies. These are actually from the same experiment as the corals that we just transplanted back out onto the reef about 2 weeks ago. Hirschgeweihkorallen heißen die auf Deutsch, Staghorn Corals. Also wenn man sich ein Hirschgeweih vorstellt, so sehen die meisten Korallen ja auch aus. Das ist so die typische Korallenform sozusagen. Und die haben sie an Land gezüchtet, also sie haben im freien Ozean einzelne Stücke abgebrochen, einzelne Äste und haben daraus dann kleine Kolonien gezüchtet. Das sieht aus wie so ein kleiner Bonsai von der Größe her und von dem Wuchs der
Äste her, in Anführungszeichen. And some of them have as many as 40 branches on them, and they branch multiple times along the same branch. And some of them have fewer branches, maybe only 10 or 15 branches. Die stehen da wirklich nebeneinander in so einem Tank, wie im Aquarium. Und dann nach einer gewissen Zeit, in dem Fall waren es 18 Monate, dann gelten die halt als groß und widerstandsfähig genug. Dann werden die genommen, dann werden die aufs Boot verfrachtet, die Taucher fahren damit raus. Ich dachte, ich komme da unbeholfen als Reporter an und kann da meine Interviews machen. Dann hieß es aber gleich, wo Sie doch selbst tauchen, Herr Meier, hier haben Sie was zu arbeiten. Dann sind wir runter. Das war auch nur so ungefähr 5 Meter tief, aber wir haben es gemacht mit Tauchausrüstung, um eben nicht dauernd hoch zu müssen. Und du kriegst dann so einen kleinen Steckling in die Hand gedrückt, wie gesagt, so einen kleinen Bonsai-Bäumchen ähnliches Korallengeschöpf. Das ist schon mit dieser Knetmasse auf dem Zement befestigt. Und dann musst du halt dahin, wo der Chef sagt, bitte da vorne ist ein gutes Loch und da ist ein gutes Loch. Und dann werden die halt ausgesetzt. Also da, wo nicht sofort die erste Welle sie wieder wegspült. Teilweise werden sie dann auch nochmal mit Zement auf dem Riff verankert. Teilweise auch mit Sekundenkleber, also ganz klassisch. Und dann wird eben gehofft, dass die da draußen angehen. Also das ist ja schon eine Menge Aufwand. Und dabei ist es ja gar nicht sicher, ob es auch wirklich klappt, dass die Korallen sich dann wieder ansiedeln. Also warum wird da so viel Energie reingesteckt? Warum sind die Korallen so wichtig? Also erstmal, weil man es tun sollte, weil man halt möglichst viel Leben generell erhalten sollte. Und das gilt ja nicht nur für Korallen. Im Fall von Florida muss man aber auch sagen, das ist ganz kühl wirtschaftlich berechnet. Also die Touristen weltweit bringen fast 1 Milliarde Dollar jedes Jahr nach Florida und die meisten kommen halt wegen der Strände, wegen der Korallen, wegen des Tauchsports. Key Largo, das oberste der Florida Keys, gilt als das Mekka des Tauchsports weltweit. Also wenn da keine Riffe mehr wären, dann würde Florida geradezu zusammenbrechen. Aber es gibt noch andere Gründe und zwar, ich sag mal, biologischer Natur. In den Korallen sind ja Algen und diese Algen betreiben Photosynthese, wie bei uns die Pflanzen und jeder Wald und so weiter. Das heißt, sie erzeugen Sauerstoff. Ein Teil des Sauerstoffs, den wir atmen, der wird in den Korallenriffen produziert. Das wäre also genauso unsinnig, wie es ist, die tropischen Regenwälder abzuholzen, wäre es jetzt darauf zu setzen, dass die Korallenriffe absterben. Und noch ein dritter Aspekt, sie speichern auch Kohlendioxid. Das ist ja eines der Hauptprobleme beim Klimawandel. Die Algen sind meistens braun und grün und verleihen den Korallen ihre Farbe. Deswegen werden die Korallen auch weiß, also bleichen heißt das dann, wenn die Algen irgendwann nicht mehr da sind. Und diese Symbiose ist halt, die Korallen bieten den Algen einen geschützten Lebensraum. Da kommt niemand ran, niemand kann die fressen, weil die wirklich in den Korallen sind, also echt eine Symbiose eingehen. Und im Gegenzug versorgen halt die Algen die Korallen mit Nährstoffen. Ist also ein Geben und Nehmen. Nur wenn eins der beiden Teile nicht mehr funktioniert, dann wird die Koralle halt krank. Und zwar, weil es zu warm ist. Also heißt es, die steigenden Temperaturen führen dazu, dass die Algen Reis ausnehmen und die Korallen werden dann deswegen bleich und krank? Krank ist der richtige Ausdruck, genau. Sie ist nicht tot, sie hat mehr einen Schwächeanfall, würde ich mal ganz despektierlich sagen. Das heißt dann, den Algen ist es zu warm geworden in der Koralle und die haben dann toxische Stoffe produziert, was der Koralle nicht schmeckt. Deswegen scheidet die Koralle die Algen aus. So, und ohne Algen keine Farbstoffe. Wenn dann die Temperatur wieder sinkt, dann können die Algen auch zurückkommen. Aber wenn die sich von selbst regenerieren, worin besteht denn das Problem mit der Temperatur? Das Problem ist ja, dass heiße Phasen gehen auch mit Sonneneinstrahlung einher. Und diese Sonnenstrahlen, die treffen dann auf dieses weiße Korallenskelett, was dann völlig ungeschützt ist. Also ohne Sonnenschutz in Form von Algen. Und dann werden diese Strahlen auch noch reflektiert zwischen den einzelnen Zweigen. Also es wird immer heißer, das ist ein Teufelskreis. Und wenn das zu lange andauert, mehrere Monate, dann kann die Koralle sterben. Und damit das nicht passiert, welche Temperatur brauchen die Korallen? Oder anders gefragt, was ist denn überhaupt deren Wohlfühltemperatur? Korallen gedeihen am besten zwischen 25 und 30 Grad. Normalerweise vertragen Korallen so 1 bis 2 Grad mehr, bevor sie dann anfangen zu bleichen. Natürlich kann man jetzt sagen, 1, 2 Grad ist ja nicht viel. Aber bei uns Menschen, wenn wir Fieber haben, dann haben wir auch nur 1, 2 Grad Temperatur erhöht und sind auch schon außer Gefecht gesetzt. Und so ist es bei den Korallen dann auch.
Also diese Temperaturanstiege sind ja immer temporär. Meistens im Spätsommer, zumindest in Florida. In Australien ist es dann ein bisschen andersrum, wegen Südhalbkugel. Und die Korallen scheinen damit zurechtzukommen. Was aber nicht heißt im Umkehrschluss, dass wir nicht dafür sorgen sollten, dass es nicht noch wärmer wird. Dann kommen die Korallen eben nicht mit, auch wenn sie sich schnell anpassen können an die Evolution. Und wenn ein Riff einmal tot ist, also nicht nur gebleicht, sondern tot, dann kannst du es auch nicht zurückbringen. Die Meeresbiologen haben auch gesagt, das viel größere Problem ist der ganze Müll. Also die haben die Korallen ausgesetzt und dann das Riff gereinigt von Fischernetzen, von Tauchflossen, von Getränkedosen und was nicht alles. In Florida gibt es total viel Sedimentablagerungen durch Sand auf dem Riff. Es gibt Bootsmotoren, Turbinen, die das Riff kaputt machen. Es gibt Abwassereinleitungen aus den Everglades. Also das ganze Environment, die ganze Umgebung ist eigentlich nicht sehr korallenfreundlich. Und was heißt das jetzt für die Zukunft von Korallen? Also wir haben ja vorhin schon über diese Rettungsversuche in Florida gesprochen, diese Züchtungsversuche. Und statt die jetzt neu anzusiedeln, kann man die Korallen auch widerstandsfähiger machen? Ja, wir können mal springen von Florida nach Australien. Da gibt es noch einen anderen Ansatz, wie man die Korallen, wie du sagst, resistenter macht. Und zwar ist das so ein bisschen das darwinsche Prinzip, Survival of the Fittest. Das heißt, die Korallen werden nicht draußen entnommen und an Land weitergezüchtet, sondern es werden sofort die Spermien und die Eier der Korallen entnommen. Man muss vielleicht kurz erklären, wie das so geht. Je nach Mondstand, aber nur einmal im Jahr, laichen die Korallen. Das heißt, es gibt ja männliche und weibliche Korallen, weil es wie gesagt Tiere sind. Und die entlassen einfach ihre Eier und Spermien nach oben. Und die werden dann an die Wasseroberfläche getrieben. Und normalerweise treffen die sich dann und paaren sich. Und es entstehen Korallenbabys. Das wollten aber die Meeresbiologen in Australien nicht. Die haben die abgefangen, also abgeschöpft sozusagen. Und haben geguckt, welche Korallen besonders resistent wirken, besonders stark sind, besonders groß gewachsen sind, besonders viel aushalten. Und von denen haben die dann die Spermien und Eier gemixt, also gekreuzt sozusagen, und wollen daraus eben eine Koralle züchten oder machen es auch schon seit 2-3 Jahren jetzt, die eben resistenter ist und nach dem Motto, nur die stärksten Korallen überleben. Ah, okay. Ja, das wäre doch die Lösung, oder? Also schwer zu sagen. Die ersten Versuche des Aussetzens klappten gar nicht. Die konnten nur an Land gezüchtet werden wegen Corona. Deswegen konnten die Meeresbiologen nicht rausfahren. Und danach haben sie es mal gemacht. Da sind aber die meisten gestorben, hat mal die entsprechende Kollegin da per Telefon in Australien erzählt. Also ein richtiges Erfolgserlebnis steht da noch aus. Das ist das eine. Und andererseits gibt es natürlich auch Kritik. Denn sobald der Mensch irgendwie eingreift in den Lauf der Natur, selbst wenn es dazu dient, sie zu retten, heißt es halt, ja, das ist, wir spielen Gott oder beteiligen uns da an der Evolution. Wir wissen eigentlich viel zu wenig, um irgendwie zu sagen, das wird jetzt die Superkoralle sein, die das da draußen auch schafft. Über diesen ganzen Komplex, über dieses Zusammenleben von Korallen und Algen und Bleichen habe ich noch mit Jenny Krutschinner gesprochen. Die werden ja unter Laborbedingungen gezüchtet und so ein Labor kann nie das abbilden, was draußen sozusagen dann die Korallen erwartet. Die ist ebenfalls Meeresbiologin und die gehört zu Reef Check. Das ist so ein weltweites Netzwerk von Ozeanforschern und die Deutschen sitzen in Frankfurt am Main. Wenn wir also so eine Superkoralle tatsächlich hinkriegen und die draußen ins Riff bringen, dann wissen wir natürlich nicht, ob die als so einen Neozoon, ja, also eine neue Tierart, die wir irgendwie nach draußen bringen, ob die dann nicht plötzlich alle anderen verdrängt und dann haben wir den Salat. Das, was so ein Riff ausmacht, ist ja seine extreme Vielfalt. Also, auch die Superkoralle ist mit Vorsicht zu genießen. Aber du hast ja vorhin schon gesagt, dass die Korallen sich auch immer wieder erholen können nach so einer Bleiche. Es klingt jetzt für mich danach, dass die also schon vielleicht gelernt haben, mit höheren Temperaturen umzugehen. Gibt's denn irgendeine Chance, dass die Korallen sich selbst an die erwärmten Meere anpassen? Es hieß lange Zeit, das geht viel zu schnell, der Klimawandel, daran können sich die Korallen nicht anpassen. Aber da gibt es mittlerweile auch, ich sag mal ruhig, erfreuliche Entwicklungen, dass sich anscheinend die Natur doch anpassen kann. Ein Team von Wissenschaftlern international, also von der University of California und Arizona und auch von Essex in England, die haben vergangenes Jahr, in den vergangenen 5 Jahren sogar, Korallen entnommen. Insgesamt 200 Korallenkolonien haben die untersucht, mit an Land genommen, das Ganze in der Nähe von Französisch-Polynesien in Moorea. Das ist eine Insel ungefähr so auf halbem Weg zwischen Australien und Südamerika.
Und da haben die festgestellt, dass sich die Korallen gemerkt haben, dass es schon mal heiß war. Also das kann man mit einer Impfung vielleicht vergleichen. Wenn du mit einem Virus infiziert wirst und geimpft bist, dann erkennt der Körper das Virus und kann es bekämpfen. Bei den Korallen ist das so. Die wussten, aha, voriges Jahr oder vor 3 Jahren um die Zeit war es schon mal so heiß oder noch heißer. Und deswegen haben sie sich angepasst, bleichen es gar nicht, weil denen irgendein Mechanismus sagt, sitz es mal aus, es wird schon wieder besser werden. Das haben die jetzt festgestellt für den Pazifikraum, ist aber noch nicht weltweit bestätigt. Also das heißt, die Wissenschaft ist weiter dabei, auch zu verstehen, wie die Korallen funktionieren. Und es gibt eine Reihe von Forschungsansätzen, wo versucht wird, diese Lebewesen, die ja schon länger auf der Erde leben als wir, zu retten. Du hattest dir ja dieses Korallenaussetzen in Florida angeschaut, ganz aus der Nähe. Was ist denn da draus geworden? Hat das funktioniert? Das machen die jetzt seit 10 Jahren in Florida. Und jawohl, die gehen an und sie laichen halt auch. Mhm. Die erste Sorge war, gehen die an oder sterben die? Das ist so wie mit dem Weihnachtsbaum. Da kann man noch so einen Weihnachtsbaum mit Wurzel kaufen und sagen, nach Weihnachten kommt er in den Garten. Meistens gehen sie dann doch nicht an. Und bei den Korallen war die Gefahr genauso. Da gehen sie an. Und die zweite Sorge war, vermehren sie sich auch? Also sind sie zeugungsfähig? Werden die auch irgendwann einmal im Jahr ihre Spermien und Eier entlassen? Und das klappt auch. Und das ist wesentlich wichtiger, denn natürlich kann man nicht ganze Riffe neu bepflanzen. Da ist man ja ewig dran und braucht total viele Leute. Aber wenn die Korallen das selbst machen, wenn die halt selbst angehen und sich vermehren und leben und ihren Nachwuchs sozusagen in den offenen Ozean entlassen, dann werden die halt selbst wieder das Riff besiedeln. Und das hat zumindest in Florida geklappt. Ja, cool. Also das heißt, die können da vor Ort überleben und pflanzen sich auch noch selbstständig fort. Okay, also das klappt in Florida. Ist das dann auch eine Lösung zum Beispiel fürs Great Barrier Reef in Australien, wo ja so viel Korallenbleiche ist, oder auch für andere Orte? Ja, da das Prinzip halt funktionieren scheint, würde es überall gehen. Gut, es gibt also einerseits Hoffnung, weil sich die Korallen selbst mehr anpassen können, als man dachte. Und weil die Wissenschaftlerinnen unter Umständen auch Möglichkeiten entdeckt haben, Korallen neu anzusiedeln. Aber ein Punkt bleibt ja, wie man es dreht und wendet, die Erderwärmung verursacht die Korallenbleiche. Und da ist bislang ja auch nicht so richtig absehbar, ob wir Menschen diese Erderwärmung in den Griff bekommen. Die Folgen sehen wir ja vor Australien mit dieser großen Korallenbleiche. Gibt's denn da vielleicht weitere speziell wissenschaftliche Ansätze, um das Aufheizen der Meere selbst zu bremsen, um die Korallen zu schützen? Es gibt noch einen, der kommt ebenfalls aus Australien, ist aber auch noch ganz neu. Das wird seit 2, 3 Jahren erst gemacht. Da kamen Meeresbiologen der Southern Cross University auf die Idee, man muss einen Schritt zurückgehen. Also nicht die Korallen, die kranken Korallen behandeln. Man muss verhindern, dass die gleich krank werden. Man muss verhindern, dass das Wasser heiß wird. Und dazu muss man quasi in die Luft gehen, in die Wolken. Und die abenteuerliche Idee ist jetzt, dass sie ein Schiff haben, und auch wirklich nur ein Schiff. Und da ist eine Maschine, eine Pumpe, die aus dem Ozeanwasser Wasser entnimmt, inklusive des darin gelösten Salzes, dann werden diese Wassermengen ganz klein gemacht, zerkleinert, bis sie fast Wasserdampf angenommen haben. Und dann werden diese Tröpfchen einfach per Kanone, die auf dem Schiff steht, in die Luft geschleudert. Und das Entscheidende ist halt, dass das Salz in diesen Tröpfchen in Kontakt kommt mit den Wassermolekülen in den Wolken, die ganz natürlich über dem Riff hängen, also als Aerosole sozusagen. Und die Idee dahinter ist, dass diese Wolken halt heller werden, wenn sie in Kontakt mit Salz kommen. So, und wenn Wolken heller werden, dann reflektieren sie mehr Sonnenlicht. Das heißt, andersrum gesagt, es kommt weniger Sonnenlicht durch auf die Wasseroberfläche und damit auch ins Wasser. Und damit wird der Ozean weniger stark aufgeheizt und den Korallen wird es nicht so schnell zu warm. Wow, Wolken verändern, um Korallen zu retten. Also wenn die Wissenschaft da so kreativ ist, dann gibt es ja vielleicht doch noch Hoffnung für die Koralle, oder? Das sehe ich auch so. Also die Meeresbiologen haben zum ersten viel gelernt in den letzten 40 Jahren. Und wenn die Korallen jetzt auch noch selbst mitspielen und sich die Evolution also doch schneller vollzieht, als befürchtet wurde, ist doch ein bisschen Grund zum Optimismus auf jeden Fall, ja. Man muss sich halt vorstellen, Victoria, 2/3 der Erde sind von Wasser bedeckt und die wenigsten Menschen kommen da überhaupt mal hin. Wir denken immer hier, unser fester Boden, das wäre die Welt. Aber
Unten ist viel mehr los und ich will gar nicht von der Tiefsee reden, wo man nichts mehr sieht, was da an Leben alles kreucht und fleucht. Aber nur 5 bis 10 Meter unter der Wasseroberfläche, das wäre einfach schade, wenn das nicht mehr da ist. Abgesehen von den ganzen nützlichen Dingen wie Sauerstoffproduktion und so weiter. Ist die Koralle noch zu retten? Hoffentlich ja, sagt die Wissenschaft. Guido Meyer ist mit uns im wahrsten Sinne des Wortes abgetaucht und hat uns einen Überblick gegeben, wie Forscher weltweit versuchen, die bedeutenden Korallenriffe zu retten. Guido habt ihr vielleicht sogar wiedererkannt als Treuhörer. Der war nämlich schon mal hier bei 11KM, der Tagesschau-Podcast, nämlich als Weltraumexperte. Ja. Guido, sag mal, wie passt denn das eigentlich zusammen, Weltraum und Unterwasser? Schöne Frage zum Schluss. Die Amerikaner reden ja gerne von Outer Space und von Inner Space. Also wenn eine Rakete startet, vor allem eine Raumsonde, fliegt die immer in Outer Space. Auch Enterprise war immer in Outer Space. Und Inner Space ist sozusagen das Gegenteil. Also der Blick nach unten in die Tiefe. Und das ist sehr ähnlich. Also nicht nur, weil es dann unten auch so schwarz ist und dunkel und man nichts sieht. Man kriegt auch keine Luft wie im Weltraum. Und vor allem, wenn man selbst taucht, du schwebst ja auch dann wie ein Astronaut. Also stimmt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Weltraumspaziergang groß anders wäre als ein Tauchgang unter Wasser. Ach so, das heißt, du tauchst so ein bisschen, um dir vorzustellen, du wärst im All. Wenn ich schon nicht ins All fliegen kann, dann zumindest zu den Riffen, genau. Ja. Guido, danke dir, dass du uns davon erzählt hast, dass du uns mitgenommen hast auf deinen Tauchgang. Immer gern. Autor dieser Folge ist Marc Hoffmann. Mitgearbeitet haben Jasmin Brock und Eva Erhardt. Produktion Jonas Teichmann, Jakob Böttner, Konrad Winkler und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Tschüss!